Hallo und herzlich willkommen zurück. Letzte Woche twitterte Borderlands 3, dass weitere Informationen und Details am 3. April folgen würden. Nun gab es die große Auflösung aber schon gestern Vormittag und der Tweet sah ganz und gar nicht aus wie ein April-Scherz. Er wurde sehr schnell wieder gelöscht, sagte aber, dass Borderlands 3 am 13. September erscheinen würde. Vorbesteller bekommen ein goldenes Waffenskin-Set. Ein zweiter verfrüht veröffentlichter Post zeigt außerdem ein Werbevideo und in dem ist deutlich neben dem Logo von 2K das vom Epic Game Store zu sehen. Das könnte auf einen Exklusivdeal mit Epic hindeuten. Außerdem postete Randy Pitchford, der Studiochef von Gearbox, kurz nachdem die Tweets gepostet und wieder gelöscht wurden, selbst einige Tweets, in denen er ein Loblied auf die unterschiedlichen Online-Stores, vor allem aber auf Epic, singt. Er sagt, er habe nichts gegen Exklusivdeals, solange die Vorteile hätten und nur für eine bestimmte Zeit gelten. Das bestätigt den Deal jetzt zwar nicht unbedingt, klingt aber auch nicht unbedingt nach einem Zufall. Valve veröffentlicht eine eigene VR-Brille für die Steam VR-Plattform. Das Unternehmen hat nun einen ersten Teaser der Brille veröffentlicht. Zu sehen ist allerdings kaum mehr als die grobe Form von Index. Man sieht allerdings deutlich einen Schieberegler, der könnte dazu da sein, um den Augenabstand einzustellen. Außerdem können wir zwei Kameralinsen sehen, die deuten auf Inside-Out-Tracking ohne externe Sensoren hin. Die gleiche Technik nutzen auch die beiden neuen Brillen von Oculus, Rift S und Quest. Ganz klein sieht man allerdings dann doch noch zwei kleine Löcher, die auf Infrarotsensoren hindeuten könnten. Aber diese ganze Spekulation ist im Grunde genommen Zeitverschwendung, denn die Brille erscheint bereits im Mai diesen Jahres. Da können wir sie uns dann live anschauen. Aber ich glaube, sie ist fertig. Ah, nee, doch nicht. War nur eine Verschnaufpause. Einer der ganz großen Klassiker der Spielegeschichte und eines der allerersten Handyspiele wurde ein weiteres Mal in neuem Gewand wiederbelebt. Ab sofort kann man Snake auf Google Maps spielen. Statt einer Schlange steuern wir allerdings einen Zug oder einen Bus, der Passanten einsammelt. Es gibt 7 verschiedene Maps, auf denen wir in landestypischer Tracht unterwegs sind und die Passanten aufsammeln. Im Browser nutzen wir zur Steuerung die Pfeiltasten, auf Mobilgeräten Wischgesten. Das ist natürlich der diesjährige April-Scherz der Suchmaschine. Vor einigen Jahren konnten wir schon lange vor Pokémon Go Pokémon auf der ganzen Welt einsammeln. Dieses Mal sammeln wir eben Passanten ein. Wie lange der April-Scherz verfügbar ist, ist noch nicht bekannt. Wer es also ausprobieren möchte, der sollte sich ranhalten. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin viel Spaß und guten Loot.